Wir haben hier an den Eingang diese große Männerfigur mit dem Hund hingestellt zur Begrüßung. Er hält die linke Hand hin und er richtet sich an ein Gegenüber. Vermeersch hat seine Figuren bewegt. Sie sprechen mit ihrem Körper. Sie geben einen Ausdruck unserer Knackse, unserer Besonderheiten auch. Und er hat immer wunderschöne Ohren angefügt. Die sind auf Aufnahme ausgerichtet. Und auch der Hund, der hier den Text zu lesen scheint, richtet sich an jemanden. Und das fanden wir eine schöne Arbeit hier für den Eingang. Es ist auch die einzige Figur von José Vermeersch, diesem Flamen aus Belgien, die hier gezeigt wird. Ich habe in Deutschland von Karl Scheidt gehört, dass es in London eine Keramikerin gibt, die ich einmal besuchen sollte, weil sie sehr spezielle Arbeiten herstellt. Und das ist Lucy Rie, eine Österreicherin, die 1938 nach London emigriert ist. Ich habe sie kennengelernt als eine außerordentlich interessante Frau. Und jedes Mal, wenn ich da war, habe ich natürlich auch etwas mitgenommen, aber ich habe bei ihr auch bestellen können und habe dann irgendetwas Ähnliches erhalten. Das Spezielle ihrer Arbeiten ist an sich das Präzise und dann doch ein bisschen asymmetrisch gewordene im Ofen, denn alle diese Stücke sind nur einmal gebrannt. Die wurden der getrocknete Ton in Glasur getaucht, eingeritzt und allem unterzogen, und das hat natürlich dazu geführt, dass er nochmal feucht wurde und sich dann oft ein bisschen verzogen hat. Und das gibt diesen Objekten auch ihre einmalige Spannung. Hans Koper ist ein Deutscher, der 1939 auch nach London emigriert ist. Wurde anfangs inhaftiert, kam aber dann nach London, wo er mit Lucy Rie zusammenkam und bei ihr begonnen hat, mit Keramik zu arbeiten. Er hat sich spezialisiert auf plastische Gefäßformen. Hier, die sind orientiert an Kykladenformen, aber natürlich frei übersetzt, also es gibt keine solchen Vorlagen. Aber von der Farbe her, auch ein bisschen von der Struktur, an der er ja unglaublich gearbeitet hat, lassen sich doch gewisse Anklänge finden. Und weil er eben so extreme Formen, so dünne Füße gesucht hat, musste er beispielsweise diese Objekte auch zusammensetzen. Also die wurden einzeln gebrannt, der Sockel, der Oberteil und dann mit einem Stahlstift zusammengefügt. Und er hat zwei Glasuren, das ist dieses Beige mit Grau, Braun und vielen Nuancen oder Schwarz. Ich möchte ein paar Worte sagen zu diesen Arbeiten von Ian Godfrey, ein Engländer. Er hat in London gelebt und in Dänemark. Ich fand das ein bisschen zu ostasiatisch, so ein bisschen zu antik, bis ich eines Tages, ich weiß gar nicht mehr so warum, das Gefühl hatte, ich könnte ihn mal besuchen. Und ich habe einen so herrlichen Menschen kennengelernt, zu dem diese merkwürdigen Dinge, diese Dörfer, diese Tiere, das Boot, das hier am Ufer liegt, hier ist noch die Welle eingraviert. Das hat alles so zusammengepasst. Meine Sammlung ist ja keine Museumssammlung. Ich habe das alles zusammengetragen, was mir persönlich Freude gemacht hat. Und dieses so ein bisschen ostasiatische, ethnografische, das hat mir plötzlich speziell Freude gemacht. Denn es war ja auf eine ganz private Form hin entwickelt worden. Und es ist auch so, es ist alles dekoriert mit plastischen Elementen
oder mit ornamentalen Ritzzeichnungen. Das hat mich auch bestärkt, dass hier etwas ganz Besonderes geschaffen wurde. Hier ist eigentlich der Anfang meiner Sammeltätigkeit zeitgenössischer keramischer Kunst. Hier bei diesen Leuten habe ich schon 1970 in der Werkstatt Arbeiten erworben. Also das sind die Leute, die haben mich seit 45 Jahren durch meine Sammeltätigkeit begleitet. Und sie haben auch sehr viel zu den Richtungen, die ich eingeschlagen habe, beigetragen. Und schon hier war das eben ganz speziell, die unterschiedlichen Künstlerpersönlichkeiten, allein im selben Land. Und das waren ja Leute, die haben ja alle immer gemeinsam ausgestellt. In diesem Raum haben wir ganz unterschiedliche künstlerische Vorstellungen vereint. Hier beispielsweise Betty Woodman, eine Amerikanerin, die in Italien arbeitet, in Florenz, die da ein Atelier betreibt. Oder beispielsweise die ursprünglich Deutsche, Ruth Duckworth, die in Amerika gelebt hat, mit einer großen Arbeit vom Anfang der 70er Jahre. Das war damals etwas ganz Spezielles, denn in dieser Art wurde hier in Europa noch relativ wenig gearbeitet. Dann eine Künstlerin aus Frankreich. Ich habe nicht viele französische Künstler in meiner Sammlung oder Werke von ihnen. Das hat sich einfach nicht so ergeben. Aber sie hat eben in La Borne gelebt. Das liegt nahe bei einem der besten französischen Weingebiete. Und ich habe da eine kleine, zierliche Frau gefunden, die spartanisch gelebt hat. Und davon erzählen auch diese Arbeiten, diese große Amande hier, wie sie ihre flachen Werke genannt hat. Und die haben auch immer etwas Archaisches, wenn ich die Oberfläche mir anschaue, wie man da die Finger sieht, wie das gemacht ist. Aber sie haben auch etwas Kraftvolles und leicht Organisches. Es sind oft Schultern, wie dieses helle Stück mit dieser Aschenglasur oder unglasiert aus dem Holzofen. Dann hier eine große Arbeit von Claudi Casanovas, einem Spanier, den ich in Nyon kennengelernt habe. Er hat eine Ausstellung gehabt im Musée Romain und das war außerordentlich spannend, seine hier etwas vulkanischen Objekte, die so aufbrechen, die wild aussehen, die aber ganz kontrolliert modelliert sind, zusammen mit den römischen Fundstücken. Und das war eine der kleineren Arbeiten, aber das hat mich so begeistert, wie dieser raue Ton, diese Schrunden, die sich hier öffnen und da drin sind ja dann auch schwarze Teile, die da herauskommen, dass ich dieses große Stück unbedingt haben wollte. Oder der Engländer Ewan Henderson, der auch gemalt hat und wir sehen diese malerischen Aspekte beispielsweise bei diesem Zigzag, so ein gefaltetes Papier. Oder auch dieser Schale, und die sind alle diese Objekte, auch die große Vase ist zusammengesetzt aus kleinen Teilen, die unterschiedlich eingefärbt sind. Also die Farbe, das Blau, das Grün, das Weiß, das ist schon im Ton, im Porzellan gefärbt. Und das hat auch etwas ganz Archaisches, die wachsen eigentlich aus dem Boden, denn die bewegen sich auch ein bisschen. Musik.
Und daneben haben wir eben eine viel strengere Form gesetzt. Streng im Volumen, in der Silhouette. Uwe Löllmann, einen deutschen Keramiker, der zwischen Hilzingen und Weiterdingen lebt, im Hegau, der einen Holzofen feuert, 7-8 Tage lang, und diese Asche, die durch den Ofen zieht, schlägt sich auf den Arbeiten nieder. Und je nachdem, wo diese Arbeiten im Ofen stehen, werden sie unterschiedlich glasiert. Das hat so seine Regelmäßigkeiten. Aber jeder Brand ist natürlich wieder anders. Und alles, was man hier sieht, das ist Holzasche aus dem Ofen. Und das Holz, der Baum, der nimmt aus dem Boden die Mineralien auf, also das Quarz, das Feldspatmaterial, dann eben auch die verschiedensten Metalle. Und das gibt letztlich dann diese Verfärbungen mit dem roten Ton, der durch die Reduktion im Ofen, also den Entzug des Sauerstoffs, sich ergibt. Diese Objekte von Uwe Löllmann erzählen ja nur von der Natur. Denn das ist ja alles original natürlich. Das ist diese Holzasche mit ihren Einlagerungen, die sich da wieder als Bild niederschlägt. Und je nachdem, was auch davor steht, bleibt eben auch eine Fläche ohne Glasur, ohne natürlichen Ascheanflug. Philipp Barth hat uns in seinem Atelier gezeigt, wie er eben seine gegossenen Objekte herstellt. Wir haben hier drei Beispiele von abgeformten japanischen Hausteilen, also Holzstücken, die er als Form abgenommen hat und von denen er jetzt ausgießen kann. Es sind 6-mal je 2 zusammengefügt die gleichen Teile. Aber er fertigt ja Unikate an. Obwohl er gießt, kein Stück ist gleich wie das andere. Und es gibt natürlich unendlich viele Varianten. Dazu kommt dann die Glasur. Das sind zum Teil mehrere Glasuren übereinander. Er arbeitet auch mit Eisenstaub. Das gibt dann diese rostigen Flecken, dieses Braune. Und die beiden schwarzen Objekte, die sind ausgeformt. Also das hat er in eine Form gedreht und mit dem Gewicht, das er auf eine Kante verlegt hat, bringt er diese spannungsvolle Haltung zustande, auf einer Kante zu stehen.
Carlo Zauli, der diese Arbeiten geschaffen hat, gehört auch ganz an den Anfang meiner Sammeltätigkeit in der zeitgenössischen Keramik. Er war schon damals, also 1971, ein großer, anerkannter italienischer Künstler, der mit keramischen Mitteln gearbeitet hat. Und seine Arbeiten, die finde ich noch heute so speziell, wie er seine ausgeformten Teile mit dem Erdigen verbindet, schwarz glasiert oder hell, so wie gefrorenes Eis, funkelt ja das Ganze. Oder dann hat er gedrehte Formen umgeformt, wie dieses Schwarze, das ja eine gedrehte Schale ursprünglich war mit gerader Wandung. Aber er hat das vollkommen umgeformt. Er hat etwas Neues daraus geschaffen. Und bei dieser großen liegenden Figur, also er sagte La Donna Addormentata, also die schlafende Frau, da hat er eine Säule, eine halbe, abgebogen in diese Form, wie man hier sieht. Und das hat sie in diese weiblichen Formen gebracht. Also wenn man die von hinten sieht, hat sie ein wunderschönes Gesäß und dann geht das gerade am Rücken hoch. Aber es ist natürlich eine völlig abstrakte Form zwischen klaren Formen, die diesen Mittelteil, diesen erdigen, der so etwas Fließendes auch hat, nach unten zusammenfasst. Und er hat in dieser Stadt mit seinen Arbeiten etwas ganz Neues zustande gebracht. Er hat immer eine ganz eigene Sprache gesprochen. Begonnen hat er allerdings schon in den 50er Jahren mit Gefäßen, die auch sehr spannend waren. Und das verbindet ihn ja dann auch wieder mit Beate Kuhn. Die hat auch in den 50er Jahren Gefäße geschaffen, hat für Rosenthal Entwürfe gemacht und sich dann komplett anders in eine ganz freie künstlerische Form entwickelt. Und das ist eine Künstlerin, die hat alles aus gedrehten Teilen aufgebaut, additiv, zusammengesetzt. Hier beispielsweise diesen Himmel auf Erden. Und auch die Glasur ist ganz nuanciert angewendet. Die Erde, die hat ganz unterschiedliche Farbtöne. Beate Kuhn hat mit unglaublicher Fantasie immer wieder neue Formen gefunden. Das heißt, sie hat ja alles gedreht. Es waren eigentlich immer ähnliche Elemente. Es waren Schalen, es sind Kugeln, es sind was weiß ich, was alles. Und das wurde immer freier eigentlich und noch fantasievoller zusammengesetzt. Also mich hat das eigentlich wirklich begeistert. Ich finde auch so eine weiße Wand sehr schön. Das ist viel ruhiger, das ist viel skulpturaler. Aber wenn ich diese zum Teil wilden Sachen ansehe, mit diesen Krallen, die sich da so halten im Kreis, oder diesem Stück, das nach moderner Musik geformt ist, das wie Blumen aussieht, die da aus irgendwelchen Stängeln wachsen, und auch dieser Stängel, das ist gedreht. Und diese Dinge sind ja oft ganz genau konzipiert. Also sie hat eine Zeichnung gemacht, sie hat alle Einzelteile nummeriert, und dann entsprechend alles gedreht, das feucht gehalten, zusammenmontiert und dann auch ganz unterschiedlich farbig akzentuiert. Und sie war auch ein ganz herrlicher Mensch. Die Wienerin Gundi Dietz, die diese Porzellanfrau geschaffen hat, habe ich relativ spät kennengelernt, und zwar im Jahre 2000. In Köln, und sie ist mir aufgefallen als eine ganz spezielle Persönlichkeit. Diese Figur wurde in Augarten hergestellt, das ist die alte Wiener Porzellanmanufaktur, die seit dem 18. Jahrhundert besteht. Das ist ein wunderschönes Porzellan, das ist sehr hoch gebrannt bei 1400 Grad.
Das ist schon eine extreme Hitze. Aber hergestellt wird das ganz normal, wie im 18. Jahrhundert die Figurinen, die Gefäße hergestellt wurden. Es ist in Teilen gegossen, zusammengesetzt und dann bekommt das ein persönliches Gesicht. Da wird jede Figur ein bisschen anders gesetzt. Die Hände sind anders, der Arm bewegt sich anders, der Kopf ist ein bisschen mehr geneigt oder weniger. Diese Dame hat jetzt goldene Höschen, das finde ich eigentlich schön, weil das die meisten Leute wahrscheinlich schockiert. Also meine Frau auf jeden Fall. Aber dann kommt auch die Zeichnung, diese Kratzer, die sie da überall hat. Dann die blauen Brustwarzen. Also es ist für mich etwas Eigenartiges, aber auch ganz Spezielles. Und es ist auch so ein Spezialtyp von Frau. Das ist in Porzellanmasse getauchter Stoff und dann angezogen und gebrannt. Und dann verbrennt der Stoff und ist ganz fragil. Aber das hat man doch auch gemacht, die Spitzenröcke von diesen Tänzerinnen, 19. Jahrhundert. Und das ist ja so fragil, es gibt ja kaum noch ganze. Carmen Dionys habe ich bereits bei José Vermeersch erwähnt. Sie ist auch eine Flämin, hat in Gent gelebt, dieser wunderschönen, alten, mittelalterlichen flandrischen Stadt, in der sich ja da eines der berühmtesten Gemälde befindet, der Genter Altar von Van Eyck. Und sie ist eine ganz andere Persönlichkeit. Ihre Figuren haben nie Ohren. Sie hören nur in sich hinein. Sie sind in sich zurückgezogen. Aber sie haben durchaus zu tun mit Tod, mit Leben, mit sehr verschiedenen menschlichen Facetten. In der Mitte ist eine frühere Arbeit, ein schwarzer Lazarus, und hier sieht man, wie wunderbar subtil Carmen Dionys die Oberflächen nur mit ihren Fingern behandelt hat. Diese Haut hier schon etwas mumifiziert mit dem sich auflösenden Totengewand oder Tuch, in der diese Figur eingewickelt war. Und in der letzten Arbeitsphase hat sie diese Wüsten Eremitinnen und Eremiten geschaffen. Diese schon im Leben, und das wird auch so beschrieben in den Biografien, in den Berichten, die es darüber gibt, dass sich die eben schon in die Wüste, in Stein noch während des Lebens zurückverwandelt haben. Denn die haben sich ja ganz zurückgezogen auf der Suche nach dem Göttlichen. Das waren diese koptischen Christen, die sich in die syrische Wüste, die sich in die ägyptische Wüste zurückgezogen haben. Es ist auch der Ort der ersten Klostergründungen. Und diese Figur ist aus Platten zusammengebaut. Das nähert sich dann auch der Wüstenrose an, diesen bizarren Konstruktionen. Und sie hat diese Figuren ja oftmals gebrannt, immer wieder mit neuen Glasuren, mit Engoben. Sie hat die auch mit Sand eingestreut und nochmals in den Ofen gegeben. Das sieht man ja bei dieser Oniria, dieser Asketin, sehr schön. Das funkelt so wie Quarzsand irgendwo. Und sie hat auch unermüdlich an diesen Arbeiten weiter geschaffen, denn es gibt in der zweiten Monographie zwei Fotos von dieser Figur, aber nicht so, wie sie dann zuletzt erschienen ist. Mit diesem sandigen Unterteil, das so wie ein Rock quasi, aber auch das löst sich irgendwo auf. Und nur die Gesichter sind eigentlich noch wirklich als menschlich zu sehen. Der Körper ist höchstens in den Bewegungen noch menschlich. Und hier ist noch so etwas wie ein Flügel, die wurden ja öfters auch heilig gesprochen, diese Anachoreten
und Anachoretinnen. In diesem Teil mit figürlichen Werken haben wir auf Kontrast gesetzt. Das sind die Figuren von Carmen Dionis und diese komplett anderen Schöpfungen von Michael Flynn, ein Irländer, der in England lebt. Und bei ihm ist nun wirklich alles Bewegung, und zwar Bewegung auf dem höchsten Moment des Umbiegens, des Rennens, nach dem Angriff dieser Eule oder die Frau, die den Mann in die Höhe stemmt. Also hier wäre mal die Geschlechterrolle umgetauscht, wie das ja oft bei mittelalterlichen Zeichnungen oder so der Fall ist. Dann aus Goethes Faust. Es ist Mephisto, der ja daherkommt. Allerdings hat sich der Künstler die Freiheit genommen, das ist der Pudel, der sich in Mephisto verwandelt, aber der Pudel rennt, springt neben dem Mephisto her. Im Sauserschritt geht das hier vonstatten. Und dann noch der farbige Papagei, der das Ganze da begleitet. Sein großes Können liegt in der Schaffung dieser unruhigen Oberfläche, die eben hier beispielsweise auch bei dieser Figur Catching the Cock den Moment der größten Anspannung zeigt, wie dieser Mann diesen Hahn fasst, der schon im Fluge ist, und wie hier die Muskulatur sichtbar ist in dieser bewegten, modellierten Oberfläche. Im Gegensatz dazu, zu dieser schönen, organischen Bewegung, die anatomisch ja komplett richtig ist, werden dann die Glasurtupfen ganz willkürlich gesetzt. Hier beispielsweise, das sind keine Verwundungen, gar nichts, das ist einfach eine farbige Note zu dieser enorm energiereichen, bewegten Figur, die in diese Richtung zeigt. Hier haben wir ganz bewusst die beiden Meister aus der Schweizer Keramik zusammengestellt. Édouard Japalla, der Waadtländer, und Philippe Lambercy, der in Genf gelebt hat. Und die haben ja auch lange Strecken ihres Lebensweges gemeinsam verbracht, bis sich die beiden dann getrennt haben nach der Bombardierung von Thayingen, der Tonwerke. Und beide haben mit Keramik gearbeitet. Sie haben sich mit Glasuren befasst, mit ganz unterschiedlichen Glasuren. Philippe Lambercy sehr oft mit Ascheglasuren, aber natürlich auch mit Metallzugaben, also auch unterschiedlichster Art. Lambercy hat sich zur freien Plastik entwickelt. Die sind mit Tonplatten geformt, gebaut, dann auch mehrteilig zusammenkomponiert. Das ist zweiteilig, das ist dreiteilig. Und das Ganze hat sich bei ihm auch sehr schön über die Jahrzehnte hin entwickelt. Es begann mit diesen Gefäßen, das ist zweiteilig mit einem Sockel und dann einem Gefäßkörper. Dann mit dieser freien Plastik, die aber auch noch im Volumen drin bleibt, bis zu diesen offenen, die Platte zeigenden Arbeiten. Édouard Japalla dagegen hat sich immer mit dem Gefäß auseinandergesetzt. Und es ist ja, wie andere Künstler hier zeigen in dieser Ausstellung, das Gefäß etwas unglaublich Reichhaltiges, die Möglichkeiten, die es gibt. Aber die Schwierigkeit, mit Gefäßen etwas Spezielles zu zeigen.
Das hat ja auch viele Keramiker vom Gefäß abgehalten. Aber meiner Meinung nach ist ein schönes Gefäß wie hier oder eine Gefäßplastik etwas Einzigartiges. Es ist eine moderne, abstrakte Skulptur, überzogen bei ihm mit wunderschönen Glasuren, mit roten Kupferreduktionen, die dann wieder grün unten reoxidieren, oder diesen matten Gefäßen, die er Kykladen genannt hat, weil sich die Oberfläche etwas nach den Kykladen-Idolen richtet. Aber seine eigentliche Stärke war auch die Eisenglasur, und zwar diese schwarzen, schwarz-braun-gelben Eisenglasuren. Und es ist so, dass man auch in der Gefäßkeramik irgendwie immer auf dem Wege zu etwas ist, zur Vollkommenheit, zu dem, was man eben auch erstreben möchte. Also es gibt hunderte von Visionen in der Gefäßkeramik, und es ist hier für mich eine der schönsten Visionen.